Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Castlevania. The waters are infested with horrible things that will eat you. You cannot cross by swimming, but maybe your magic boots. Ja, meine magischen Schuhe helfen mir dabei, hier durchzukommen. Gibt da was? Ja, das ist mit dem magischen Schuh ist ja so eine Sache, ne? Ach, da geht gar nicht. Da oben liegt er noch mal. Ah, ich bin zu doof. Ja, ich überspringe sie mal gerade. Come on, it's not that hard. Try to sprint over the water. Ja, ja, ich hab mich nur noch ein bisschen hier oben. Kann ich da aufspringen? Wow, 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 wow. Liebe Dame. Guck mal, da vorne ist noch irgendwas. Okay, das geht nicht. Da seht ihr, zum zweiten Mal kann ich schon nicht mal überspringen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das klackt. Naja, ich weiß, die sind tot. Checkpoint neu starten, bla bla bla. Das kennen wir ja alles schon. Die ziehen einem ganz schön viel was ab. Ist hier was? Dass das hier nicht abbrechen kann. The waters are infested with horrible things that will eat you. You cannot cross by. So, ich hab mich das gerade stört. But maybe your magic boots can help. Ja, meine magischen Schuhe könnten mir tatsächlich helfen. Ihr habt ja gesehen, wir können ja einfach drüber laufen. Wie Jesus laufen einfach mal übers Wasser. Jesus latschen quasi. Da hinten ist noch irgendwo einer. Ich frag mich, wo der Finger sein soll. Ich weiß noch, wo der ein zweiter ist. Und jetzt bin ich gespannt, wo wir den jetzt auch noch finden. Aber ich, wie gesagt, ich suche eigentlich gar nicht danach. Weil warum soll ich danach suchen, wenn es mir eigentlich sowieso nichts bringt? Die anderen Gegenstände haben uns ja alle irgendwas gemacht. Sei es mehr Magie, sei es mehr Leben. Oh, die bringen uns einfach gar nichts. Das ist ja wirklich reine Collectibles. You could use my powers, you know. You would save yourself a lot of trouble. Aber so sind Dinger, die uns einfach gar nichts bringen. Ganz ernsthaft, da möchte ich die Sachen auch gar nicht sammeln. Es ist mir nicht so wichtig. Da muss ich nicht reinfahren, lieber Gabriel. Ach, guck mal, da unten ist ja noch was. Ah, was haben wir denn da? Da der Finger ist? Achso, wir müssen sowieso da lang. Ach, kann ich da runter? Nö. Weiter runter geht es nicht. Ob ich da noch Hopf kommt, ich werde auch jetzt so ziemlich bald schon mit dem, nicht den zweiten Teil, natürlich auch so weit raus, sondern mit Memories of Fate HD anfangen. Ob ich da ran kann? Nee. Ich meine, da ist aber doch so ein. Da ist zwar so ein Haken, aber ich komme nicht dran. Ach, schaut alle an. Ja, sind wir sowieso hier. Da oben, wenn ihr mal schaut, geradeaus. Hier an dem, auf der zweiten Plattform, da war schon der Finger. Ist also nicht sonderlich schwer versteckt gewesen. Genau hier lag er. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wo? Denn das Eis bricht leider schon mal ein bisschen ein. Ist eigentlich hier. Nichts außer unser sicherer Tod. Ja, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich möchte nicht sterben, ganz ehrlich. Und zack, das heißt, in der Position war der erste Finger. Habt ihr also nicht verpasst. Wo muss ich lang? Ach, da unten. Ja, ja, Gabriel. Jetzt bricht ja natürlich wieder alles ein. Ah, kennen wir schon. Alles wahrscheinlich schon ein bisschen morsch hier, wenn das schon seit längerer Zeit hier so aufgebaut ist. Und natürlich Wasser, ne? Auch Wasser oder Feuchtigkeit tut Holz nicht unbedingt so gut. Walljumps kennen wir auch schon. Ich finde die hier eigentlich ziemlich gut gelöst, muss ich sagen. Muss ich ja mal gestehen. Sowas mag ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. So Balancing Acts. Ist nicht so meins. Ah, das ist ja. Habe ich, glaube ich, im Hauptspiel auch schon mal erwähnt. Dass das nicht so meins ist. Achso, ja. Memories of Fate HD, wie gesagt, werde ich schon anfangen. Ich werde es auch
zeitgleich damit anfangen. Ich meine, wir wissen ja, also die Ausgangslage von dem Spiel kennen wir ja schon. Ne? Wenn ihr das Ende gesehen habt, kennt ihr auch die Ausgangslage. Hm? Ja, da ist ein Haken, ich weiß. Hier werden wir jetzt auch bald eine nächste Sprechung, wie ich finde, vom Spiel kennenlernen. Nämlich die gute Laura selber. Aber it's amazing to think that this place has always been under the castle. Frankenstein war ein grausamer, unsagbar böses Genie. Er hat die Zeitmaschine gebaut, ehe Camilla die Burg an sich riss. Es heißt, die Maschine sei nur für vorübergehende Zeitreisen gedacht und könnten daher nicht über einen längeren Zeitraum verwendet werden. Camilla hat Frankenstein für seine Vergehen brutal bestraft. Zu jeder Strafe gehört es auch, dass man ihm die Finger abhackte, die nun irgendwo unter Burg verborgen sein sollen. Ja, genau 10 Stück wahrscheinlich. Denke ich. Also, bis jetzt habe ich ja 4. Weiß ich, dass es 4 gibt, mindestens. 2 habe ich ja schon gefunden. So, wir können ja mal schauen, was wir da finden. Nein, stattdessen gibt es natürlich wieder meine Freunde von der Routine. Die Sittenkontrolle, die sind übrigens größer, ne? Ich wollte die Größe, aber nicht stärker. Ich hänge halt blöd hier, ist nur. Ich sehe halt gar nicht. Ich hatte. Ich hätte mal die Kugel so nicht. Noch viel schlimmer finde ich die in engen Gängen und ich komme hier nicht mehr raus. So, wir bekommen nachher, glaube ich, wieder irgendwann mal Energie dazu. Ach, haben wir sie festgehangen? So, den haben wir umgehauen. Oh, hörst du mal auf, Laura zu hauen? Die haut schon ganz gut Schaden rein. Die kann die halt nur nicht zerstören. So, haben wir das doch gut geschafft. Hier, ich bin wirklich am überlegen, wo der letzte Finger noch sein könnte. Ich weiß eigentlich, wo einer noch ist. Ist da was hinter? Ja, aber ich denke mal, wenn wir weitergehen, kommen wir noch dahin. Es ist noch ein bisschen länger, der Level hier. So. Und Laura. Laura, through the door now. Hold on. Steuern wir for an entrance for me. Jetzt steuern wir nämlich Laura. Schauen wir mal, ob wir ihre Talente vielleicht jetzt mal ein bisschen anpassen können. Nö, wir haben alle schon da. Direktes Blitzgewitter. Direktes heftiges Blitzgewitter. Ach, das können wir auch machen. Flächenblitze. Die Nebelgestalt. Nebelwanderung. Das ist quasi unser Ausweichdings. Ja, wir können nämlich hier so ein bisschen ausweichen. Achso, wir können auch da drin bleiben. Das ist hier cool. Okay, das können wir auch mal ausprobieren. Darf weder Imperatur als in weiblicher Gestalt, würde ich sagen. Was haben wir hier? Das sieht ja schon beeindruckend aus, ne? Teilweise die Figur, die hier zu sehen sind. Hallo. Also Architektur haben die schon drauf. Dann gehen wir mal die Treppe hier rauf. Irgendwann müssen wir hier raufkommen. Springen kann die gute übrigens nicht. Zack, brutzel, brutzel, brutzel. Brutzel. So, jetzt bekommen wir die auch gleich mal. Ach ne, bekommen wir gar nicht. Ich bin mir sicher, wir haben den Finger schon längst übersehen. Ihr seht schon, auch hier kann man gerade schon versuchen, ob ich eine Riegel kaputt machen kann. Aber nein, das geht natürlich nicht. Problem ist einfach, guck mal, wie. Wird nicht einfach, die Viecher, weil ihr Angriff, da muss man sich einfach ein bisschen gewöhnen. Ist nämlich komplett anders als den Gable kann. Ich finde es nicht so gut durchdacht, die Gable. Die hat zwar lustige Fähigkeiten, die werden wir auch gleich sehen. Aber ich finde das ein bisschen übertrieben, was hier an Gegner auf uns draufkommt. Ganz ernsthaft. Und ich bin schon fast tot. Auch das gefällt mir nicht. So, dafür bekommen wir jetzt die Möglichkeit, einen Ghoul auszusaugen. Das machen wir auch direkt mal. Einfach die Köpfe drücken. Wir müssen aufpassen, wenn er anfängt, komplett schwach zu sein. So wie jetzt müssen wir ihn am besten aufstoßen, denn er explodiert und das haut uns um.
Aber ich finde es ein bisschen fies, dass wir so früh kommen. Gabriel, kein Problem, aber mit ihr. Und weg mit ihm. Wie gesagt, wenn man ihn früh genug weghaut, er ist dann in einem Schlag tot. Also. Das ist kein Problem. Aber wie gesagt, das ist nämlich wieder so ein Flächen. Also so viele Gegnerkampf, habe ich letztes Mal schon gesagt. Finde ich so. Das ist ein bisschen doof, weil ich jetzt, abgesehen von den drei Skeletten, gerade die einzige Art von Kämpfen sind, die ich bis jetzt kennengelernt habe im Spiel. Also im DLC und... Ja, ich mag sowas ja generell nicht. Sind zwar teilweise nett. So auf mich zu spucken, du Sau. Hier, komm, dafür reiß ich dir die Kehle auf und saug dein Blut aus. Kann ja auch der gute Gabriel nachher im Spiel. Allerdings kann er es ein bisschen besser. So, und du auch nochmal hier. Lalalalalalalalala. Würde ist, ich komme jetzt gar nicht dazu, irgendwelche Superattacken von ihr zu nutzen. Ihr seht, da sind sie schon längst bei mir dran. Ich hoffe, wir werden sie nicht nochmal spielen müssen, ganz ehrlich. Ich mag sie nicht. Ich meine, sie ist ein cooler Charakter, das ist cool, weil man kennt sie ja kaum, weil ihr wisst eigentlich, was ein Kind ist. In der Schalt eines Vampires erinnert das ein bisschen an, na, ihr erinnert euch vielleicht an ein Interview mit einem Vampir, der hat Drew Barrymore, glaube ich, war das, oder? Mach schon. Auch ein Kind-Vampir gespielt. Und so ein ähnliches Schicksal leidet sie ja auch, die Lauer. Denn, die ist eigentlich verdammt alt. Weil, ihr wisst ja, Vampire sind sterblich. Aber trotzdem in der Form eines Kindes gefangen. Im Körper eines Kindes. Das heißt, sie wird eigentlich niemals körperlich erwachsen. Denn wo man nicht altert, wird man auch nicht erwachsen, klar? Ja? So langsam lichtet sich das Feld auf. Nein. So, ich möchte dich gerne wieder aussaugen. Dankeschön. Lecker Blut. Obwohl von so einem alten, modrigen Kadaver, da möchte ich nicht unbedingt Blut haben, oder? So, weg damit. So, wieder ähnlich. Na, komm. Komm her. Ah, guck mal, ich hab was gefunden. Ah. Ja, ja, Laura versucht nicht über diese Fähigkeiten hier durchzukommen. Ich glaube, das ist unser... Ich weiß nicht, ob das unser Weg zurück ist oder ob das der ist, um mit Gabriel was zu machen. Vielleicht ist da der Finger hinter. Wir werden mal nachschauen. Komm, machen wir auf den Fuß hier. So, schnell das mal. Jetzt da oben auch noch. Ja, kann alles aus dem Haus hier. So, hallo. Hallo. Ja, hier ist zu. Auch da kommen wir nicht lang. Ah, okay, ist das dann wirklich... Okay. Okay, dann ist das vielleicht wirklich der Finger, den ich da gerade gefunden habe. So, das ist gut. Denn unser guter Gabriel ist jetzt wieder am Steuerlein. Ach Gott, toll. Warum ist er jetzt vorbeigesprungen, lieber Gabriel? Ich glaube, ich muss noch weiter nach oben, bis er nicht mehr kann. Aha, dann hält er sich nämlich auch direkt mal fest. Do not leave me alone ever again. Warum? Du, einer muss halt die Tür öffnen. So, ich bin das letzte Mal hier lang gelaufen. Deswegen laufe ich jetzt direkt mal hier durch die Wand. Aha, da ist tatsächlich der zweite Finger. Einer fehlt uns noch, aber der weiß ich tatsächlich schon, wo er ist. Nur, dass ich weiß, wo er ist, heißt nicht, dass es mir gefällt, wo er ist. So, ich weiß, es ist eigentlich egal, wie viele Gummis machen, aber ich mache die Gummis. Ich glaube, Gegner kommen sowieso keine mehr. Die frechen Erinnerungen hatte. Es ist kalt. Oh, ist das kalt. The remains of the original tower that the founders built here. The forgotten one is locked up somewhere inside. Locked up somewhere inside. Dann schauen wir doch mal, was er so macht. Eingesperrt irgendwo in diesem komischen Gebilde. Ist das nur da unten? So, ab der nächsten Stufe wird es auch wieder blind. Dann weiß ich nämlich tatsächlich nicht mehr, was das wieder ist. Auch erstmal Castlevania im Let's Play zumindest, also es für mich blind ist.
auch relativ easy, was wir jetzt hier machen müssen. Wir müssen einfach nur die ganzen Platten hier ans Leuchten bringen. Lalalala. Ihr seht schon, einfach immer eins nach unten und zack. Easy. Denn da geht nämlich unten das Türchen offen. Und da gehen wir jetzt auch direkt mal hin. Wir haben wieder 10.000 Punkte und könnten eigentlich wieder was ausgeben jetzt bald. Lalalala. Wusch. Na Laura, langsam kannst du mal mit teleportieren, mein Mädel hier. Ah, da macht es doch, ne? Wenn man von Teufel spricht, dann tut sie auch, was man einem sagt. So, hier ist das Nächste. Und ich springe natürlich glorreich daneben. Ich springe glorreich daneben. Jetzt lohnt sich gar nicht mehr weiterzumachen, Leute. I can give power to this mechanism whenever you need it. Yeah, give power to this mechanism. Ja, ihr seht schon, hier sind ganz viele Säge-Dinger und da müssen wir dran vorbei. Und sie sagte schon, wir sollen Full Power benutzen. Die ganze Zeit. Lalala. Ihr seht schon, damit ist es nicht so einfach. Achso. Boah, das ist schon bestanden. Da kann ich wieder eins runter machen. Lalala. Ja, ist eigentlich ganz fies, das Rätsel, finde ich zumindest. Ich finde es nicht toll. Ich mag sowas ja gar nicht. Ja gar nicht, aber wir haben es schon geschafft. Jetzt müssen wir eigentlich noch einmal erhöhen, damit sie sich auf die Blau bewegen. Und ihr seht schon da unten, wo der Live-Pod ist. Da ist auch... Warum springst du nicht runter? Warum springst du nicht runter? Gabriel. Oh mein Gabriel. Tu, was ich dir sag. Oh. So, jetzt hier runter. Ja, man darf ja eigentlich nicht stehen bleiben. Dann ist es nur halb zu Wind. So, jetzt wollen wir hier mal ein bisschen stehen. Denn da unten die eine Klinge, die ist mir jetzt gerade eigentlich in den Weg geleitet. So, jetzt ist die Frage, kann ich hier noch eins runter? Nö. So, Finger nehmen wir mit. Du hast einen Finger von Frankenstein. Sammeln sie alle. Gonna catch him. So, jetzt aber nichts wie weg hier. So, lass mich mal jetzt vorbei. Ups. Bewegt er sich jetzt auf mich zu? Ah, nochmal bitte. Jo, macht er. Gut, dass ich eigentlich alles was wissen wollte. So, jetzt machen wir es nämlich wieder ein bisschen langsamer. Lalala. Hey, die Blauen hören jetzt natürlich auf zu rotieren. Das ist natürlich für uns ein bisschen einfacher. Oh. Ja, wir müssen, ich sehe schon, wir müssen das hier unten an uns vorbeilassen. Nein! Ah, Gabriel! Ach ja, ist klar, ist klar. Wieder von hier, nicht wahr? Ja, und natürlich... Natürlich, sind sie genau in der falschen Richtung. Ja, ja, war klar. So, die machen wir wieder aus. Die stören mich jetzt. Wie soll das denn gehen, bitte? Also, ist jetzt genau andersrum. Na gut, na gut.
sind schon wieder fast tot wahrscheinlich. Das ganze Leben, was wir gesammelt haben. Warum mache ich das nicht eigentlich gleich so? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil es schwieriger für mich ist und ich wieder halbes Leben verschwendet habe. Aber dafür haben wir es jetzt tatsächlich geschafft. Und liebe Freunde, damit würde ich auch sagen, was können wir eigentlich mit Talente kaufen? Einfalltaktiken haben wir natürlich gar keine mehr. Die lernen wir ja automatisch. Hier haben wir, glaube ich, auch nichts mehr. Ah, das ist schön. Alles schon gelernt. Reittiere, ja klar. Keine mehr. Was können wir denn hier eigentlich noch machen? Schattenflammen. Aufwitzguillotine, Flammenklauen. Ich mach mal Schattenflammen. Jo, dankeschön. Neue Talente freigeschaltet. Zurück. Und La Flammenklaue. Ich glaube, eine Fähigkeit haben wir dann tatsächlich noch offen. Oder? Ja. Nämlich den ultimativen Schatten. RB halten und im Kreis drehen. Brauchen wir aber 25.000. Da fehlt uns ja noch ein bisschen was. Liebe Freunde, nächstes Mal geht es in den Fall. Nein. Hallo? In die Gründergemächer. Bis dahin, Amascha. Ciao, ciao.